Die Geburt des eigenen Kindes ist ein ganz großer Tag im Leben einer jeden Mutter. Gefühle von Vorfreude und Aufregung, gepaart mit ein bisschen Sorge. Eine der großen Befürchtungen, was ist, wenn mein Baby zu früh kommt? Mit genau diesem Szenario musste sich Tanja Tschewtschenko abfinden, die nicht nur ein, sondern gleich zwei Kinder zur Welt gebracht hat. Die ehemalige Eiskunstläuferin hat am 27. April 2021 zwei gesunde Söhne geboren. Die eineigen Zwillinge Leo und Luis sind aber einfach zu neugierig auf die große, weite Welt gewesen, weshalb sie es ihrer Mama nicht ganz leicht gemacht haben. Mit einem frühzeitigen Blasensprung kommt die 43-Jährige in der 34. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus. Die meisten Kinder werden eigentlich erst zwischen der 37. und der 42. Schwangerschaftswoche geboren. Jetzt zeigt sich Tanja erstmals seit der Geburt und teilt die emotionalen Ereignisse der letzten Wochen mit ihren Fans. Ja, wir sind emotional noch völlig overloaded, sag ich mal. Und in den ersten Tagen ist schon so viel passiert. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll mit dem Erzählen. Ich glaube, ich starte dann einfach von vorne und arbeite mich da durch, weil ich werde auf jeden Fall mit den Jungs noch eine Weile im Krankenhaus sein. Besonders aufregend ist der Tag gewesen, an dem ihre Fruchtblase unerwartet platzt. Denn eigentlich ist an diesem Tag ihre Tochter Jona die im Rampenlicht stehen soll. Für die Sendung Let's Dance Kids steht die 10-Jährige im Finale. Und für genau dieses finden gerade die Proben am Set statt, als Folgendes passiert. Der Leo, der führende Zwilling, hatte ja tatsächlich nichts Besseres zu tun, als an dem Samstag, an dem großen Tag von Jona, zur Aufzeichnung der Sendung die Fruchtblase zu sprengen. Also ich meine, das kann man ja in kein Drehbuch so reinschreiben, was da irgendwie passiert ist. Und es passiert auch alles komplett ohne, dass ich irgendwas geahnt hätte oder irgendeine Vorahnung hatte. Das nimmt die stolze große Schwester ihm aber mit Sicherheit nicht übel. Hoffen wir, dass die Familie ihre gemeinsame Zeit bald im trauten Heim genießen kann.